Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal. Nicht nur zur 6. Folge unserer FIFA 22 Spielerkarriere, sondern auch zum ersten Tag des Karriere-Adventskalenders. But do you recall the most famous reindeer of all? Klaus. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. Dieses Jahr also kein Sprint to Glory Adventskalender, was einfach daran liegt, Freunde, dass es mir persönlich 24 mal STG Showdowns oder eine einfache STG ein bisschen zu langweilig geworden ist. Und dieses Jahr wird es also der Karriere-Adventskalender. Bedeutet also, dass wir alleine 24 Karrierefolgen, jeden Tag eine Folge der Bremen-Karriere und am nächsten dann eben die Spielerkarriere. Heute also mit Spielerkarriere beginnt, morgen Bremen-Karriere, dann wieder Spielerkarriere und so weiter bis zum 24. Und daneben, wenn alles klappt, Freunde, habe ich noch 24 einzelne Videos geplant in dem Sinne. Bedeutet also keine Karrierefolge, sondern ein STG Showdown, eine normale STG, eine Karrieresimulation und unter anderem auch eine Formel 1 Serie, wo es heute die erste Folge auch noch geben wird. Wenn ihr schon heiß seid auf den Adventskalender, Freunde, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, Freunde, Kommentar für den Algorithmus, Abo-Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen oder um am ersten von 24 Gewinnspielen teilzunehmen. Wir starten relativ entspannt in den Adventskalender rein und heute gibt es eine 20 Euro Guthabenkarte für die Plattform eurer Wahl zu gewinnen. Was ihr dafür einfach machen müsst, ist euren Social Media Namen in euren Kommentar zu schreiben, daneben natürlich dem Video einen Daumen nach oben geben, Abonnent des Kanals sein und schon nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Also ihr müsst jetzt nicht nur einen Kommentar mit euren Social Media Namen schreiben, sondern einfach gerne auch in euren normalen Kommentar am Ende dann euren Namen bei Twitter oder Instagram. Aber jetzt in dem Sinne, Freunde, wir starten rein in die heutige Folge der FIFA 22 Spielerkarriere. Ich bin mega heiß drauf, Freunde, denn es wird eine richtige Special-Folge werden. Denn ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, es gab ja eine gewisse Storyline mit einem kleinen Sky-Intro, wo es ja hieß, Dennis DGTV U21 Nationalmannschaft, der ist da wohl schon im Gespräch und soll bald auch schon nominiert werden. Und genau das wollen wir heute machen, Freunde. Wir werden in der heutigen Folge mehr oder weniger keinen richtigen Fortschritt haben in der FIFA 22 Spielerkarriere, in unserem richtigen Speicherstand in dem Sinne, sondern werden heute einfach mal drei U21 Spiele haben mit der Nationalmannschaft, mit unter anderem Mukoko, Musiala ist auch dabei und eben noch ganz, ganz viele andere. Und unser erster Gegner für dieses heutige Testspiel, das ist die englische U21 Nationalmannschaft, wo wir auch wirklich sehr, sehr bekannte Namen dabei haben. Unter anderem Jude Bellingham treibt sich hier noch rum. Schweini, Fußballgott, der wird uns helfen heute. Und da sehen wir die beiden Freunde. Youssoufa Moukoko mittlerweile auch in FIFA 22 und daneben Dennis DGTV. Die beiden sind also die Stürmerhoffnung, die Sturmhoffnung für Deutschland, nachdem ja nach Miro Klose mehr oder weniger nichts Richtiges kam. Klar, Werner ist nicht verkehrt, aber natürlich liegt der Fokus, würde ich sagen, mehr oder weniger für die Zukunft auf diese beiden Herrschaften. England aber auch mit einer sehr starken Mannschaft. Wir sehen Saka, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das sein. Ryan Sessegnon, Jones von Liverpool. Also das ist schon auch eine sehr stabile Truppe, die die haben. So, Spiel nochmal kurz neu gestartet. Einfach mit dem Grund, dass ich kurz prüfen wollte, ob es nicht doch irgendwie möglich ist, dass wir die GTV einzeln steuern, genauso wie in der Spielerkarriere. Ist in dem Fall aber nicht möglich. Ist aber, glaube ich, auch nicht so schlimm. Deswegen rein ins Spiel und auf in die erste Szene. Die GTV für Jakobs abgefälscht und der ist drin. 1:0 für Deutschland. Jakobs vom 1. FC Köln nach Vorarbeit von Dennis DGTV. Also mit dem 1:0 und wir mit unserem ersten Scorer. So kann es auch gerne weitergehen. Alles ausgehend von Musiala. Wir warten auf Jakobs. Und da ist natürlich ein bisschen Glück dabei, dass der Ball noch irgendwie hinter den Keeper kommt. Green ist, glaube ich, der Name. Aber ja, ein bisschen Glück kann man sich mal gönnen. Auch noch abgefälscht vom Verteidiger von Lamptey, der Rechtsverteidiger. Einiges an Glück dabei, aber wir nehmen es dankend an. Oh, ganz viel Platz für England und da ist der Ausgleich gefallen. Ja, wie gesagt, wir haben es hier wirklich mit unfassbarer Qualität zu tun. Madueke oder wie der Mann auch immer ausgesprochen wird von PSV Eindhoven. Auch ein unfassbares Talent. Ich glaube, unter anderem auch mit dem BVB in Verbindung gebracht worden hier mit dem Ausgleich und unfassbar viel Platz, den er da hatte. Die Lage ist immer noch nicht bereinigt und England aus dem Nichts mit dem zweiten Tor.
Smith Rowe ist es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Kennen wir auch noch aus der damaligen Arsenal-Karriere. Macht er nicht schlecht. Oh mein Gott, das wird ja jetzt langsam wirklich unfair, Alter. Die können ja wirklich aus jeder Position schießen. Haben auch alle so ein Rating von 74, 75, was weiß ich, und jeder Ball sitzt. Ja, und so schnell kann ein Spiel von 1:0 auf 3:1 kippen. Und es ist gerade mal die 26. Minute. Wir sollten uns jetzt echt mal irgendwie fangen mit irgendeinem Tor, irgendeiner Aktion. Mal ein Zeichen setzen. Smith Rowe ist komplett durch. Und Bella Kotschap ist unsere letzte Hoffnung. Oh, Bella Kotschap, stark, komm jetzt. Den zweiten auch. Nein. 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 Oh, Mantel. Ganz stark. Ja, es geht rein in die zweite Halbzeit, Freunde. So schnell, wie das Spiel gut angefangen hat, so schnell hat es aber auch einfach nachgelassen und ist gefühlt aktuell eine komplette Katastrophe. Aber jetzt komm. Der Ball da vorne für Moukoko. Es ist kein Abseits. Youssoufa. Moukoko. Sehr schön. So müssen wir mal aus der Kabine kommen. Schönes Zeichen gesetzt. Moukoko. Wunderbar rausgespielt. Da jubeln war. Ich habe übrigens jetzt auch die Kapitänsbinde übernommen, dadurch, dass ich das Spiel einmal neu gestartet hatte. Ja, in dem Sinne, wir sind wieder drin. Anschlusstreffer. Sehr schön. Vorlage Musiala. Moukoko setzt sich stark durch. Super Abschluss. 2:3. Oh, starker Abschluss. Es ist unfair. Ja, wir müssen uns unsere Chancen hier so richtig mühsam erspielen. Wir müssen hier so jeden Krümel vom Boden aufsammeln, um irgendwie vors Tor zu kommen, Alter. Und England denkt sich einfach so, oh, wir sind da halbwegs in der Nähe vom Tor. Können wir einfach schießen. Ist ja auch immer drin. Sehr gut, DGTV. Schieße ich einfach mal von da. Schieße ich einfach mal von da. Abschluss, Nachschuss. Ach, Mann, das gibt's doch nicht. Ey, England hat jetzt aber auch, die pissen sich mit Glück, obwohl jeder Longshot bei denen sitzt. Das ist so unfair. Oh nein, kein Abseits. Es ist wirklich unfair. Das kannst du gar nicht in Worte fassen. Ein Spieler bei denen hat eine 80 und der ist wirklich vorm Tor wie Lionel Messi. Das kannst du keinem erzählen. Ja, komm, was ein Ball für die GTV. Gönn wenigstens ein Tor, bitte. Ja, komm. Erstes 21-Tor, Junge. Nehmen wir mit, Alter. Moukoko macht eins, ich mach eins. So muss das sein. Nimm den Ball, Junge. Wir haben noch vielleicht ein bisschen was zu holen hier im Spiel. Elfmeter haben wir auch noch für England. Nketiah gegen Mantel. Ja, oh, Latte. Haben wir den nicht? Doch? Nee? Nee? Oh, wirklich nicht. Ha, sehr gut. Ja, damit ist das erste Spiel für diese heutige FIFA 22 Spielerkarriere-Folge abgeschlossen. Für die U21 Nationalmannschaft. England leider ein bisschen sehr overpowered mit so Leuten wie Smith Rowe und Co. Ja, hat uns auf jeden Fall auf unsere Grenzen, an unsere Grenzen gebracht. Aber 3:5 mit ein bisschen viel Pech auch selber vorm Tor dazu. Die Engländer machen jeden Schuss aus gefühlt jeder Position rein. Gibt schon Schlechteres, würde ich mal sagen. Damit auf zum nächsten Gegner. Und das ist Spanien. Ja, Spanien natürlich auch einer unserer größten Rivalen, was besonders so das letzte Fußballjahrzehnt angeht, mehr oder weniger, beziehungsweise gerade noch zum Ende so der 2000er Jahre, 2008 hat es ja mehr oder weniger angefangen, kann man sagen. Und jetzt also gegen Brahim Diaz, den man ja unter anderem von City Real, jetzt AC Mailand kennt, jetzt also unsere Gegner hier in diesem Spiel. Zeig, was du kannst. Zeig, was du kannst. Einfach mal draufhauen. Jetzt, wo es geht. Ey, Pfosten! Hör doch auf, Mann. Das gibt's doch nicht. Da kommen wir das erste Mal so richtig gefährlich in Tornähe. Keiner, der uns irgendwie nervt vom Tor oder irgendwie noch den Fuß dazwischen hält. Und dann triffst du nur Aluminium. Ey, das kann ja nicht wahr sein. Jetzt kassieren wir eins. Leute, warum hängt mein Spiel gerade? Ich spiele offline. Mein Spiel hängt gerade einfach. Ja. Nice. Ich habe einfach gerade... Hallo? Hallo? Ich habe gerade einfach Lags. Ich habe einfach Lags. So, als wäre es offline. Online. Obwohl es offline... Junge, was? Hallo, was geht denn gerade ab? Och, Mann, ey, wirklich. FIFA 22, das ist der Wahnsinn. Die Server... Junge, Offline-Gameplay. Es laggt, als wäre es online. Es ist einfach Standbild. Wahnsinn. Wahnsinn, EA, was ihr alles nicht hinbekommt, das ist Offline-Gameplay. Ich wiederhole gerne nochmal, Offline-Gameplay. Und ich habe da Ruckler drinne, so als wäre es online. What the fuck? Ah, ja, jetzt geht's wieder. Jetzt machen wir auch ein Tor, habe ich gehört. Ja, nee, es hängt wieder. Ach, Mann! Ja, nee, brauche ich gar nicht versuchen. Brauche ich gar nicht versuchen. Junge, was ist das, Alter? Sorry, Freunde. Wir sind jetzt mittlerweile bei der 70. Minute. Ihr seht schon, ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel gegen Spanien. Aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock, nochmal 70 Minuten zu spielen. Deswegen, wir gehen zum letzten Gegner und EA. Ihr seid einfach klasse. Einfach wild. Zu wild, wirklich. Hätte ich gar nicht erwartet, dass Offline-Gameplay mittlerweile auch nicht mehr vernünftig funktioniert. In dem Sinne, Freunde, auf zum letzten Spiel für die U21-Nationalmannschaft. Special-Folge kann man sagen. Und der Gegner, das sind die Franzosen. Le Equipe Tricolore. Was?
Ja, auch hier wieder unfassbar viele krasse Spieler natürlich dabei, die auch immer noch unfassbar jung sind. Theoretisch hätte ich, glaube ich, sogar noch MAP hier in diese Mannschaft packen können. Habe ich natürlich nicht getan. Damit jetzt aber rein ins Spiel. Unter anderem Diaby ist aber dabei und Adli an Leverkusen nach hier. Ja, der Ball für die GTV sehr gut. Der ist Wahnsinn und da ist das 1:0. Für die deutsche U21, ich weiß gar nicht, wer den Pass da gespielt hat, es war Moukoko mit dem Auge für uns, Wahnsinn, und der Keeper da vor dem Tor, ja, der macht auch keine Anstalten, irgendwie großartig rauszukommen oder so, wir sind da natürlich in guter alter Stürmermanier, eiskalt vorm Tor, gut, er fragt sich natürlich, was die Verteidiger davor machen, aber das ist kein Problem für uns. Und nur fragen wir uns ehrlich gesagt nicht. Oh nein, nein, Diaby, den macht er auch im kurzen Winkel. Ja, das sind dann natürlich die Unterschiedsspieler bei den Franzosen. So einer wie Moussa Diaby. Ich weiß noch nicht mal, ob der überhaupt in echt A-Nationalmannschaft bei Frankreich gespielt hat. Aber wenn nicht, dann sehr, sehr verrückt. Jetzt kommt Musiala. Was ein Ball für Dennis. Die GTV! Ja, komm! Oh mein Gott, was ein Wahnsinnstreffer! Was für eine Wahnsinnsvorlage von Jamal Musiala. Einfach nur Wahnsinn. Was ein geiler Heber auf DGTV. Und wir lassen uns nicht beirren. Auch mit links den Volley ganz eiskalt genommen. Und Lafont im Tor mal wieder ohne jegliche Chance. Okay, Freunde, an der Stelle ist es soweit. DGTV verlässt den Platz. Es kommt Adeyemi rein auf der Stürmerposition. Was soll man sagen? Ich würde mal behaupten, dass wir ein mehr als nur erfolgreiches Debüt hier in der U21-Nationalmannschaft hatten. Mit Musiala, mit Moukoko. Adeyemi, gut, haben wir jetzt leider auf dem Platz nicht so wirklich kennengelernt. Aber gut, das ein oder andere Tor gemacht, Vorlage gegeben. Also in jedem Spiel definitiv Akzente gesetzt. Und ja, ziemlich zufrieden. In dem Sinne, Leute, das soll es also an der Stelle gewesen sein von der heutigen Special-Episode der FIFA 22 Spielerkarriere Folge Nummer 6 mit U21 Länderspiel mit Musiala, Moukoko und Co. Wenn ihr mehr davon sehen möchtet, schreibt es mir gerne sehr gerne unten rein in die Kommentare. Das wollte ich sagen, und in dem Sinne, Freunde, sehen wir uns dann also in der nächsten Folge wieder. Das Ganze dann übermorgen, morgen Bremen-Karriere. Heute dann auch noch unter anderem die erste Folge einer Formel 1-Serie. Seid sehr gespannt. Das Ganze kommt, denke ich mal, so gegen 18, 19 Uhr rum online. Und in dem Sinne, Freunde, vergesst auch nicht, am Gewinnspiel teilzunehmen. Daumen nach oben, Abo-Glocke nicht vergessen. Ansonsten, ja, Kommentar mit eurem Social-Media-Namen, um am Gewinnspiel teilzunehmen auch noch. Und an der Stelle verabschiede ich mich, Freunde. Wünsche euch einen wunderbaren Tag. Haut rein und ciao.